wie das damals war in der Grundschule, dass ja, wie immer Garfield sein hat und so den Mädels rübergeschoben und die waren dann total begeistert von meinen Garfield-Comics. Wahrscheinlich hat alles so angefangen. Ich stelle mir aber eher vor, ich stehe in einem kleinen Raum und schaue durch dieses Bild in diese normale Welt rein. Es gibt keinen Plan am Anfang. Ich lasse mich natürlich vollkommen von dem leiten, was passiert. Also was plötzlich entsteht, und das ist ganz viel auch Zerstören von dem, was schon da ist. Eigentlich ist es viel schöner, was zu zerstören, weil plötzlich entsteht dadurch was, was man überhaupt nicht geplant hat. Malt man ein Gesicht und man findet es nicht so gut, und malt man es einfach so wild drüber, damit es weg ist. Und dann bleibt ein bisschen was zurück. Ein Stück Auge oder so, und das sieht dann viel interessanter aus, als man es je hätte planen können. Ich versuche, den Blick des Betrachters ein bisschen zu lenken. Also, dass man ein Element zuerst anschaut, dann ein zweites und dann mehr oder weniger hin und her springen kann zwischen verschiedenen Elementen. Die Blickregie praktisch bestimmt. Ich nehme oft dann von den älteren Bildern einfach ein Element wieder her. Also es gibt zum Beispiel eine Mundansicht, die lässt mich nicht los. Es ist ein Frauenmund mit Zähnen und der schwankt genau her zwischen einem aggressiven Zähneblecken und einem Lächeln. Mache eigentlich sowas, was ich für mich negative Intuition nenne. Also es gibt, wenn man zum Malen anfängt, immer so einen schnellen Weg zu einem netten Bild zu kommen, und ich versuche dann irgendwie absichtlich genau das Gegenteil zu machen. Man will intuitiv in die eine Richtung und sagt dann, nee, jetzt gehe ich aber genau in die andere Richtung. Diese ständigen Brüche, auch mitten im Bild, die finde ich interessant. Ist ja immer so ein bisschen eigentlich eine Reise wohin, wo man nicht weiß, wo man landen wird. Interferenzstörung. Immer wieder kommt Rebecca. Immer neu. Auch wenn ich jetzt alleine unter der Tomatensonne stehe, färbt sich meine Haut von ihren Worten rot. Wenn meine Stimmen sagen, die Vergangenheit ist mir unter den Fingern zerbrochen, übersehen sie doch blindlings, dass ich derjenige bin, der ihnen ihre Gegenwart zerbricht. Auf geht's. Es soll Scherben regnen und donnern. Rebecca. Zusammenzugehören ist natürlich eine Illusion. Von Zweien geträumt. Von Zweien geträumt ist sie es nicht. Ist sie es nicht. Es bleibt mir nichts, als mich zu verschütten. Nichts mehr. Symbolisch tauschen wir unsere Träume gegen den Tod. Wir sind kalte Sterne. Thank you.